Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Kaufmann. Ich bin Inhaber der Praxis für Allgemeine und Viszeralchirurgie mit dem Schwerpunkt für Proktologie und Koloproktologie. Also alles Erkrankungen, die mit der Verdauung zu tun haben, insbesondere mit dem Dickdarm und mit dem Anus. Und wir haben jetzt ein paar Videos gemacht und da kristallisieren sich immer so ein paar Fragen raus, die dazu führen, dass ich gesagt habe, ich mache heute ein kurzes Video, wo ich so ein, zwei Fragen kurz klären möchte, die gestellt wurden und auf die ich auch in der Praxis häufiger angesprochen werde. Erstens, wie läuft denn ein Untersuchungsgang ab beim Proktologen? Wenn ein Patient zu uns kommt, was erwartet ihn da? Viele haben da Angst, oh Gott, ich muss zum Proktologen, was macht der bloß? Also das Erste, was wir machen bei einer Untersuchung ist, wir reden. Das ist eigentlich die wichtigste Untersuchung überhaupt, dass mir der Patient erstmal erzählt, was für Probleme er hat. Und wenn er das gemacht hat, werde ich noch ein paar Mal nachfragen, werde ich noch ein paar bestimmte Sachen wissen wollen. Aber dann hat man sich schon mal kennengelernt. Vorher passiert eigentlich gar nichts. Und wenn dieser Untersuchungsgang abgeschlossen ist und es geht um ein proktologisches, um ein Popo-Problem, dann kommt es zur eigentlichen Untersuchung. Und die läuft eigentlich ziemlich unspektakulär statt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ähnlich wie beim Gynäkologen, einem sogenannten Gynäkologenstuhl. Das machen wir nicht. Wir machen alle Untersuchungen eigentlich nahezu immer in der sogenannten Linksseitenlage. Das heißt, der Patient liegt auf einer Liege auf der linken Seite und er schiebt einfach nur die Hose etwas runter. Das heißt, er macht sich auch nicht ganz nackt, sondern mehr brauchen wir in der Regel nicht sehen. Also wird auch nicht mehr nackt gemacht. Und dann schauen wir uns den Popo an. Und die Untersuchung besteht daraus, dass ich mir den Popo anschaue und dass ich dann sagen werde, bitte spannen Sie doch mal an. Bitte pressen Sie mal, so als wollten Sie zum Beispiel Luft ablassen. Dabei kann ich sehen, wie bewegt sich der Beckenboden. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information. Und dann kann ich auch sehen, können diese Sachen ausgeführt werden. Das Zweite, was man dann macht, das wichtigste diagnostische Mittel kommt, der Finger. Weil das ist einfach ein super feines Tastorgan und damit kann man sehr gut prüfen, kann der Patient den Schließmuskel gut anspannen. Ist da ein guter Druck, der aufgebaut werden kann? Das gibt mir ganz viele Informationen. Ich kann auch tasten zum Beispiel, ob beim Pressen, zum Beispiel bei Frauen, sich der Darm nach vorne zur Scheide vorwölbt, eine sogenannte Rektozele. Das heißt, ich bekomme über die Anatomie und auch über die Funktion eine wichtige Aussage. Haben wir das auch gemacht? Das wird natürlich vorsichtig gemacht mit Gleitgel. So eine Untersuchung darf und muss nicht wehtun. Und danach nehmen wir ein sogenanntes Proktoskop, das ist in der Regel nichts anderes als ein Röhrchen, ungefähr so dick, was wir vorsichtig einführen und dann kann ich den Analkanal sehen. Das ist ganz wichtig, da kann ich die Hämorrhoiden beurteilen. Ich kann aber auch nach vorne schauen, sind im Analkanal vielleicht sogenannte Feigwarzen oder ist da eine Fissur. Ich kann also das Ganze auch noch optisch beurteilen. Danach besprechen wir erstmal die Befunde, was ich gesehen habe und danach besprechen wir auch, was resultiert daraus weiterhin. In 90% ist das eigentlich alles. Vielleicht brauchst du dann bei dem einen oder anderen noch eine Darmspiegelung, das besprechen wir dann oder andere Untersuchungen. Aber mehr ist eigentlich nicht zu erwarten. Ja? Dazu braucht man ein bisschen Ruhe, dazu muss man sich Zeit nehmen, aber es ist nicht so wild. Eine andere Frage, die ich gelesen habe bei den Videos war, was ist eigentlich eine thrombosierte Hämorrhoide? Dazu habe ich ein kleines Bild vorbereitet. Also, und zwar habe ich hier nochmal aufgemalt den Analkanal. Und die Hämorrhoiden, das sind ja eine tolle Geschichte, die helfen uns, dass wir dicht halten. Die sitzen nach dem Eingang, haben wir hier den Analkanal, 1-2 cm, die sogenannte Zahnlinie, die Linie Dentata, wo es übergeht in den Mastdarm. Und hier haben wir unsere Hämorrhoiden sitzen. Wenn die sich vergrößern, sodass die Hämorrhoiden nach außen treten und dann auch dort bleiben, also richtig doll groß sind, wir sprechen vom 4. Grades, dann kann es in so einem Hämorrhoidalknoten, von dem wir dann sprechen, einbluten. Und dieses Einbluten kann dazu führen, dass es dort ein Blutgerinnsel gibt und das nennt man dann thrombosiert. Das Wichtige in einem solchen Fall ist, cool bleiben. Erstmal kühlen, cool bleiben, kühlen, den Stuhl zu regulieren, sodass der Patient nicht stark drücken muss, dass das Ganze entspannt abläuft, damit das Ganze abschwillt. Und dann kann man sich schauen, was für eine Therapie man da braucht. Aber in der Regel, das akute Stadium ist immer das Stadium, wo man erstmal ruhig bleiben sollte, abschwellende Maßnahmen, um es in ein kleineres Stadium zurückzuführen, um dann die Therapie zu optimieren. Das nennt man thrombosierte Hämorrhoide. Ganz häufig werde ich auch gefragt, ich habe da was am Anus, das ist blau, das ist gelb, das ist lila, was soll ich tun? Im Zweifel, bei Dingen, die da nicht weggehen oder wo auch nur ein Zweifel besteht, ist, es sollte ein Fachmann drauf gucken.
Ja, weil die Welt, wie wir sie beschreiben, da gibt es leider immer eine große Spannbreite. Und ich habe schon Befunde beschrieben bekommen, da ist nur ein kleiner bläulicher Knoten. Das war ein ausgewachsener Abszess, der am gleichen Tag operiert wurde. Ich habe Dinge beschrieben bekommen, oh, das sind ganz starke Schmerzen, das ist ganz furchtbar. Und wo ich mir gedacht habe, okay, das schreit nach einem Notfall. Und dann ist es vielleicht was ganz anderes, was Banales, was vielleicht auch gar nicht zum Anus gehört, sondern vielleicht sogar eher an die Pobacke. Und deswegen, wenn da Zweifel sind, ich kann nicht per Mail oder ähnlichem entscheiden, da muss man nichts tun oder darf genau das noch das Richtige, sondern dazu gehört immer die Krankengeschichte, dass man es sich anschaut und dann entscheiden kann. Wichtig ist auch, bei allen Befunden, die unklar sind, da stellen wir immer sehr großzügig die Indikation, also dass wir eine kleine Betäubung machen, auch eine Hautprobe nehmen. Weil wir haben ganz häufig das Thema Juckreiz um den Anus. Es gibt eine Vielzahl von Hauterkrankungen, auch um den Anus herum, die manchmal sehr schwer zu beurteilen sind, dadurch, dass die Pobacken aufeinander liegen, die Hautverhältnisse dann anders sind als am Arm. Und da lohnt es sich dann wirklich immer großzügig zu sagen, okay, wir machen eine kleine Hautbiopsie in der lokalen Betäubung, das tut praktisch nicht weh. Und dann kann uns der Pathologe sagen, das ist die und die Diagnose. Wir haben eine diagnostische Sicherheit und können dann die Therapie optimal wählen. Deswegen die Hemmschwelle für eine Biopsie bei unklaren Befunden sollte man wirklich sehr großzügig stellen und im Zweifel wirklich die Scham überwinden, zum Proktologen gehen und lieber einmal gucken lassen und sagen, okay, war nicht so schlimm, als dass man da irgendwelche Befunde übersieht oder aber einfach verkennt. Deswegen da lieber eins runterfahren. Was ich mich freuen würde, wäre, wenn ihr Fragen habt, dann bitte einfach schreiben oder sagen, was würde denn wirklich interessieren? Dann würde ich doch mal schauen, ob ich da vielleicht dann auch ein Video machen kann, wo ich ganz gezielt bestimmte Fragestellungen dann beantworte, damit ihr hoffentlich dann auch ein bisschen Freude habt an den Videos, dass die euch was bringen. Vorab sage ich dann erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!